Bei all der neuen Technik im Zusammenhang mit der sogenannten Datenautobahn traut man sich ja schon gar nicht mehr richtig nachzufragen. Da hat man nämlich oft genug Angst, sich zu blamieren. Datenautobahn, nun, viele reden davon, in allen Medien und Zeitschriften wird darüber berichtet. Und dennoch, die allermeisten von uns wissen eigentlich gar nicht, worum es da geht. Herzlich willkommen bei Quarks und Co. Wir haben uns heute ein spannendes Thema vorgenommen, die Datenautobahn, aber einfach erklärt. Also kein sprachliches Wirrwarr, kein Tralala. Es wird garantiert verständlich, denn das erwartet Sie bei Quarks und Co. Fernsehen der Zukunft. 500 Programme und mehr. In den USA wird es bereits erprobt. Wir besuchten die Hills, eine Testfamilie. Sie zeigten uns, wie man per Fernseher zum Beispiel auch einkaufen kann. Modem, Online-Dienst und Co. Wir führen Ihnen vor, was Sie alles brauchen, damit auch Sie diese neuen Medien nutzen können. Internet, das Netz der Netze. Wir zeigen, wie aus einer militärischen Anwendung das größte weltweite Kommunikationsnetz entstand. Reise auf der Datenautobahn. Begleiten Sie uns auf einem Trip kreuz und quer durch die Welt der Netze. Und dieses Mal gibt es auch unser Quarks-Skript zum Thema Datenautobahn mit vielen nützlichen und vor allem auch praktischen Informationen. Und Sie wissen ja, ich verrate Ihnen erst am Ende der Sendung, wie Sie drankommen. Aber Sie sehen, es lohnt sich. Also bleiben Sie dran. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Haben Sie schon mal Ihren Wunschfilm gesehen? Wann Sie es wollten. Einem Lehrer gelauscht, der nicht vor der Klasse steht. Oder von einer Telefonzelle aus Ihr Baby gedrückt. Es kommt und wir machen es möglich. Werbung ist doch was Feines. Da wird uns etwas Tolles versprochen. Die ganze Welt per Tastendruck. Angeblich können wir, Benutzer oder User, wie man das auf Neudeutsch auch sagt, alle Informationen per Computer von zu Hause aus anzapfen. Ob da das Wetter gemeint ist, Reiseinformationen oder Lexikon, nichts ist unmöglich. Nun, das wollen wir doch mal genau wissen. Und genau hierfür haben wir einen Test vorbereitet und uns einen Schiedsrichter besorgt, und den kennen Sie ganz garantiert. Jürgen Domian, hallo. Wenn man so will, hallo. Nachtfalke des WDR und direkt auf beiden Medien vertreten, sowohl im Fernsehen als auch im Hörfunk. Bei 1Live, ja. Bei 1Live. Übrigens, 1Live hat ja auch heute einen ganzen Thementag zur Datenautobahn. Ja, den ganzen Tag, von morgens bis abends. Von morgens bis abends, und es hört nicht auf. Jetzt geht's bei uns weiter. Aber du hast auch die Kandidaten mitgebracht, und zwar... Das sind die wichtigsten Online-Dienste hier in Deutschland und vertreten durch Frau Grabowski von AOL, dann Herrn Mantel von CompuServe und Herr Kunitzer von Telekom Online. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Und jetzt zum Test. Ja, wir haben 5 Fragen vorbereitet. Wir sollten aber vorab noch was zu den Bedingungen sagen. Die Computer hier sind genauso angeschlossen wie bei den Zuschauern zu Hause. Es herrschen also gleiche Bedingungen. Alles also ganz normal. Keine frisierten Modelle? Überhaupt nichts. Und damit sind Sie auch einverstanden? Ja? Also wir haben uns 5 schöne, ich hoffe schöne Fragen ausgedacht für Sie. Ich übergebe Ihnen diese Fragen schon mal. Bitte sehr. Okay. Bitte schön. Und damit die Zuschauer zu Hause auch Bescheid wissen, wie die Fragen lauten, will ich die Ihnen vorlesen. Frage Nummer 1. Heute in einer Woche möchte ich nach Mallorca fliegen. Wann geht der Flug? Und was ist die günstigste Verbindung, möglichst von Köln oder Düsseldorf? Frage Nummer 2. Wie ist zurzeit das Wetter in Mallorca? Und Frage Nummer 3. Vom letzten Urlaub habe ich eine Abrechnung bekommen. Wie stand das englische Pfund am 15. Juni dieses Jahres? Frage Nummer 4. In den Medien ist immer wieder von einem sogenannten sonderbaren Virus die Rede, dem sogenannten Ebola-Virus. Ich wüsste gerne mehr über dieses Virus. Und Frage Nummer 5, die wichtigste Frage, über die ich mir auch schon sehr oft den Kopf zerbrochen habe. Wie lautet das Backrezept eines Marmorkuchens?
Es kann losgehen. Wunderbar. Also gerade was den Marmorkuchen angeht, da weiß ich, wen ich da anrufen könnte. So, wir sind soweit klar. Wir haben etwa eine Stunde Zeit. Eine Stunde, ja. Also die Zeit läuft und wir sprechen uns dann gleich. Okay. Okay. Irgendwie schon verrückt. Heute braucht man schon Computer, wenn man einen Marmorkuchen backen möchte. Aber wenn Sie zu Hause einen videotextfähigen Fernseher haben, dann können Sie im Prinzip auch die eine oder andere Frage beantworten, so zum Beispiel das Wetter. Aber all das ist erst der kleine Anfang, denn das Fernsehen, so die Meinung vieler Experten, wird sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Um Ihnen einen Vorgeschmack zu vermitteln, möchte ich Ihnen mal zeigen, wie sich die Industrie unsere Zukunft vorstellt. Who you calling? Daddy, shh. Alltag im Jahre 2001. Telefonieren per Bildtelefon ist Routine für Familie McFarland. Bonjour, Madame Devereux. Mon chéri. Doch heute hat Tochter Lily eine besondere Überraschung für ihre Eltern, ihren Verlobten. Der lebt im fernen Belgien und spricht leider nur wenig Englisch. Kein Problem für die Telefone der Zukunft. Per Knopfdruck erfolgt die Simultanübersetzung. Und schon steht dem ersten Treffen mit dem neuen Schwiegersohn nichts mehr im Wege. Hi Mom. Hochzeitsvorbereitungen im Jahre 2001. Vor dem Einkaufsbummel wollen die Damen noch schnell einen Happen essen. Selbstverständlich kümmert sich der virtuelle Butler um die Bestellung der kleinen Salatteller. Dann geht's zum Einkauf. Per Bildschirm natürlich. Im Kaufhaus der Zukunft hat jeder Kunde sein elektronisches Mannequin. Anprobieren entfällt. Das Traumkleid wird digital auf den Leib geschneidert. Nur eines hat sich nicht geändert. Geheiratet wird immer noch in Weiß. Wer weiß, vielleicht wird man so in Zukunft heiraten. Nun, wenn auch einiges hiervon sicherlich etwas überzogen erscheint, im Kern macht das Beispiel einen Aspekt deutlich. Der Bildschirm der Zukunft ist nicht nur ein Fernsehgerät, aber auch ein Computer, eine Zeitung und ein Telefon. Also alles, die verschiedenen Medien sind hier zusammengewachsen und genau dann spricht man von Multimedia. Viele Medien in einem. Nun, das klappt nur deshalb, weil man so unterschiedliche Dinge wie Töne, Text und Bilder auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann. Das Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt dann Digitalisierung. Digital, haben Sie bestimmt gehört, ein gutes Beispiel hierfür ist die Audio-CD. Da ist ja Musik auf dieser Silberscheibe digital abgespeichert. Aber solche Silberscheiben findet man auch im Zusammenhang mit moderneren Computern, da nennt man sie dann CD-ROM. Und darauf sind dann nicht nur Text, sondern auch Bilder gespeichert. Und man kann auf solchen Scheiben sogar ganze Filme speichern. Das nennt man dann CDI. Ebenfalls alles digital abgespeichert. Nun, trotz der so unterschiedlichen Information, diese Silberscheiben sehen alle gleich aus. Denn die Information hier drauf wurde kodiert. Und unter dem Mikroskop erkennt man sogar diesen Code. Sie sehen das hier, eine Folge von Höhen und Tiefen, wenn man so will, von Nullen und Einsen. Also ein im Kern altes Prinzip, wenn man dran denkt, das Morse-Alphabet hat ja nichts anderes gemacht. Denn da wurde zum Beispiel der Text durch Punkte und Striche kodiert. Nun, es gibt auch hier für dieses digitale Alphabet eine Folge von Nullen und Einsen, mit der dann jeweils ein Buchstabe kodiert wurde. Ganz konkret sieht die dann so aus. Ein A zum Beispiel, das ist dann die Folge 0100001. Das sind also insgesamt, wenn man so will, 8 Stellen oder 8 Bit, wie der Fachmann das nennt. Und auf diese Art und Weise kann man nun das gesamte Alphabet kodieren. Also mein Name sieht dann in dieser digitalen Schreibweise wie folgt aus. Hier eine Folge von Nullen und Einsen. Man kann aber nicht nur damit Text kodieren, sondern auch Zahlen. Und wenn man Zahlen kodieren kann, kann man im Grunde genommen alles damit verschlüsseln, denn mit einer Zahl kann man zum Beispiel ein Bild darstellen. Jeden Bildpunkt kann man ja nummerieren, jeder Farbe kann man eine Zahl zuordnen. Und auf diese Weise kann man dann so unterschiedliche Dinge wie Texte, wie Bilder oder auch
Töne auf einen gemeinsamen digitalen Nenner bringen. Der einzige Unterschied besteht lediglich noch in der Menge von Nullen und Einsen, die dafür nötig ist. Wenn man Text kodiert, also so eine DIN A4-Seite, dann braucht man immerhin etwa 35.000 Bit, also 35.000 Nullen und Einsen. Bei einem Foto mit einer besseren Auflösung, da sind es schon 10 Millionen Bit, also 10 Millionen Nullen und Einsen. Und das steigert sich dann, wenn Sie Musik zum Beispiel hören, in Hi-Fi-Stereo-Qualität, da muss Ihr CD-Player pro Sekunde 1,4 Millionen Bit verarbeiten. Und gewaltig wird es dann beim digitalen Fernsehen, da sind es 250 Millionen Bit pro Sekunde, die verarbeitet werden müssen. Man kann verstehen, da braucht man eine leistungsfähige Technik, um solche Mengen, eine solche Flut an Bits zu verarbeiten. Und im Hier und Jetzt stehen wir gerade am Anfang des digitalen Fernsehzeitalters. In einem ersten Versuch in Florida ist das Ganze bereits umgesetzt. Und da kommen nun Musik, Nachrichten, aber auch der Kinofilm über die Datensteckdose. Ich sagte Mom, du musst die anrufen, damit wir es bekommen. Denn das ist die Zukunft. Erst wenn du es selbst probiert hast, weißt du, wie toll es ist. Sie rief dann an, jetzt haben wir es und es ist ein wunderbares Produkt. In der ersten Woche haben wir uns deswegen gezankt. Wenn er mit seinen Freunden ausging, habe ich mir die Fernbedienung geschnappt. Und wenn er dann zurückkam, hieß es immer, nein, du hattest sie lang genug, jetzt bin ich an der Reihe. Aber jetzt haben wir uns geeinigt. Full Service Network. Jesse und Kelsey gehören zu den ersten Testpersonen des digitalen Fernsehens. Über diesen Kasten, die sogenannte Set-Top-Box, ist ihr Fernsehgerät mit dem digitalen Medienzentrum verbunden. Spiele sind ihre Lieblingsbeschäftigung, doch das Angebot umfasst mehr. Spielfilme auf Bestellung, Nachrichten, Sport, Spiele. Oder einkaufen, alles vom heimischen Bildschirm. Da wandert man dann per Fernbedienung durch eine künstliche Einkaufsstraße, vorbei an Post oder Pizzeria. In einem Stoffgeschäft kann man dann zum Beispiel überprüfen, ob die Farbe der Gardinen passt. Gleich daneben der virtuelle Supermarkt. Schlange stehen, ade. Mit jedem Tastendruck auf der Fernbedienung wandern die Daten zum Zentrum. Ob es sich hierbei um einen neuen Spielfilm, die Bestellung einer Pizza oder den Daten eines Computerspiels handelt, ist unerheblich. Entscheidend ist jedoch die Zuordnung. Ähnlich wie bei einem Postpaket bestehen die jeweiligen Datenpakete aus Adresse und Informationen. Hierdurch kann also jedes einzelne digitale Datenpaket seinem jeweiligen Absender bzw. Empfänger zugeordnet werden. Per Glasfaserleitung erreichen die Daten die Zentrale des Full Service Network. Hochmoderne Digitaltechnik. In diesem Pilotversuch möchte man zunächst herausfinden, welches Angebot beim zukünftigen interaktiven Fernsehzuschauer besonders ankommt. Allein das 12 Milliarden Dollar Geschäft mit dem Videoverleih ist ein Anreiz. Doch noch ist ungewiss, ob sich die teure Investition überhaupt lohnen wird. Denn im Gegensatz zu den ersten Testkandidaten werden die künftigen Zuschauer für jeden einzelnen Service zur Kasse gebeten. Was der neue Dienst einmal kosten soll, darüber schweigt der Betreiber Time Warner und verweist stattdessen auf die Begeisterung der Testteilnehmer. Ich arbeite den ganzen Tag über und abends, wenn ich nach Hause komme, muss ich mich um meine Kinder kümmern. Ich habe keine große Freizeit und die wenigen freien Minuten verteilen sich über den Tag. Der Rest der Welt geht nicht mit meiner Zeit. Wenn ich Nachrichten sehen möchte, muss ich sie um 6 sehen, doch dann bin ich mit Kochen beschäftigt.
Mit diesem Service kann ich sie mir ansehen, wann ich will. Zum Beispiel um 9:30. Oder ich kann nachts um 11 Uhr, wenn ich nicht schlafen kann, einfach einkaufen gehen. Schon im nächsten Jahr soll es dann auch bei uns losgehen. Dann kommen auch bei uns die ersten sogenannten Set-Top-Boxen, so heißen ja diese Digitalempfänger, auf den Markt. Aber was ist der Vorteil der ganzen Sache? Nun, bei der heutigen Fernsehübertragungstechnik gibt es einen Engpass. Bei etwa 40 analogen, also herkömmlichen Fernsehprogrammen ist Schluss. Mehr Programme kann man nicht gleichzeitig im Kabel übertragen. Aber beim digitalen Fernsehen klappt es dennoch, und zwar mit einem Trick. Und zwar kann man die digitale Datenmenge verringern. Man muss nämlich nicht immer das gesamte Fernsehbild, also die gesamte Information übertragen. Es reicht im Prinzip, wenn man nur einmal das Gesamtbild überträgt und in der Folge dann nur noch die Änderungen. Auf diese Weise kann man dann auch die Daten reduzieren. Und es ist oft erstaunlich, wenn man bedenkt, wie wenig sich in einer solchen Szene überhaupt ändert. Ich möchte Ihnen das mal in einem Experiment ganz klar verdeutlichen. Schauen Sie, jetzt sehen Sie zu Hause nur noch die Änderungen. Ihr Bildschirm ist jetzt ziemlich schwarz, aber wenn ich mit den Händen zum Beispiel hin und her fächere, dann sehen Sie sie, halte ich die Hände still, dann sehen Sie wieder schwarz. Also mit dieser Art und Weise, indem man eben nur die Änderungen übermittelt, kann man die Datenmenge reduzieren, und zwar bis hin zum Hundertfachen. Und das Tolle dabei, der Zuschauer merkt eigentlich nichts davon, denn die Qualität dieser reduzierten Bilder ist fast so gut wie die des Originals. Digitales Fernsehen, ein großer Vorteil, besteht also darin, dass man sehr viel mehr Programme übertragen kann, und ein digitaler Fernsehsatellit ist dann also in der Lage, zwischen 200 und sogar 500 Programmen auszustrahlen, und zwar digital, also als Folge von Nullen und Einsen. Aber Sie sehen es auch hier, es gibt einige Programme, die sind dann verschlüsselt, also hier symbolisch dargestellt durch das Schloss. Nun, empfangen wird das Ganze mit Ihrer üblichen Satellitenhausantenne, und hier in der Setup-Box entsteht dann aus diesen digitalen Daten ein Fernsehbild. Aber, jetzt kommen wir zum Schloss, es wird einige Programme geben, bei denen wir als Zuschauer zur Kasse gebeten werden. Und zwar zahlen wir für das, was wir sehen, auf Englisch Pay Per View. Und das funktioniert so, man muss dieses Schloss im Grunde genommen knacken. Und dafür braucht man einen Schlüssel. Und zwar, wenn man den Film bestellt, gibt es eine Rückleitung, zum Beispiel die Telefonleitung. Und da wird nun die Information weitergeleitet an den Anbieter, und dann wird der Film abgebucht, und zurück kommt dann, wenn man so will, dieser Schlüssel, also ein kleines Programm, mit dem dann die Daten für diesen Film entschlüsselt werden. Auf diese Weise spart man sich also dann zumindest den Gang bis zur nächsten Videothek. Und gerade die Vergesslichen, die sparen vielleicht dann dabei auch ein wenig Geld. Wie gesagt, das Ganze kommt im nächsten Jahr auf uns zu, und ob es ein Erfolg wird oder nicht, das ist noch offen. Was die Set-Top-Box beim digitalen Fernsehen ist, das ist das Modem beim Computer. Beim Computer ist es ja oft so gewesen in der Vergangenheit, man befand sich in einer Art Einzelhaft. Da gab es nur den Bildschirm, keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Aber genau das ändert sich mit einem Modem, denn mit dem Modem verwandelt sich der Computer in ein leistungsfähiges Kommunikationsgerät. Wenn dieses Modem in Aktion ist, ich will das gerade mal hier starten, Sie hören es, dann hört man so ein Pfeifen. Denn wichtig, beim Modem werden nun die Daten über die Telefonleitung übertragen, und dabei werden sie in Töne umgewandelt. Das sehen Sie hier, also die digitalen Daten aus dem Computer, die Nullen und Einsen, werden im Modem umgewandelt in Töne. Und auf der anderen Seite, da gibt es dann wiederum ein Modem, und das wandelt die Töne wieder um in Nullen und Einsen. Genau das ist dann dieses Rauschen, was Sie auch hören. Übrigens, diese Umwandlung, das Wort Modem drückt es auch schon aus, Modulation und Demodulation, also Umwandlung und Rückwandlung. Auf dem Markt gibt es nun eine Vielzahl von Modems im Angebot, Preis so zwischen 130
bis rauf zu 900 Mark und mehr, hängt ein bisschen von der Übertragungsgeschwindigkeit ab. Am unteren Ende beginnt man heute so mit 2400 Bit pro Sekunde, das ist die Übertragungsgeschwindigkeit, und das geht dann hoch bis zu einigen Kästen, die schaffen sogar 28.000 Bit pro Sekunde und mehr. Es gibt sie als Kästen, also externe Modems, und dann aber auch hier als Platinen, die werden dann in Ihren Computer eingebaut. Und wenn Sie nun das getan haben, also ein solches Modem besitzen, dann sind Sie auch schon fast auf der Datenautobahn. Jetzt müssen Sie sich nur noch bei einem Online-Dienst oder einem Internetanbieter anmelden. Und wie funktioniert das? Ganz einfach, es gibt ja eine Reihe von Anbietern. Sie rufen einen davon an, melden sich also an und einige Tage später erhalten Sie dann ein Paket. Und im Paket finden Sie dann eine Reihe von Disketten oder eine CD-ROM und natürlich auch einen Brief. Und darin steht genau dann Ihr Passwort und natürlich auch Ihre Zugangsnummer. Dafür haben Sie denen natürlich auch Ihre Kontoverbindung genannt. Und hier auf der Diskette, da ist dann das Installationsprogramm drauf und das ist nötig, damit Sie jetzt sozusagen online gehen können. Also das Programm müssen Sie auf Ihren Computer spielen, starten das Ganze, ja, und dann, wenn Sie, wie gesagt, das Modem haben, rein in die Telefonsteckdose und auf geht's. Ich weiß, klingt alles unglaublich verführerisch, einfach. Und wenn man der Werbung glaubt, ist es ja auch kinderleicht. Aber dem ist keinesfalls so. Wir haben nämlich die Probe mal aufs Exempel gemacht und haben einem gebildeten Laien mal ins Geschäft geschickt. Guten Tag. Guten Tag. Sie interessieren sich für dieses Modem? Ja. Das kommt hier neben in den PCMCIA-Slot rein. Mhm. Im Geschäft klang alles noch ganz einfach. Modem und Diskette in die entsprechenden Vorrichtungen einführen, dann das Verbindungskabel in die Telefondose. Und Sie haben den Kontakt zur Welt. Gut, vielen Dank. Ein paar Stunden später zu Hause. Unsere Testperson im Alleingang. Keiner hatte Christian geraten, vorher noch schnell einen Englischkurs zu belegen. Den Anweisungen gemäß soll man zur Installation des Modems die Buchstabenfolge LPMEEXE anklicken. Der Computerbildschirm antwortet mit einem kurzen Aufblinken und einer Sekunde schwarz. Kein erleichterndes Okay oder so erscheint. Soll's das schon gewesen sein? Christian ist sich nicht ganz sicher und schon ist das Know-how des gesamten Teams gefragt. Unser Urteil, mit dem Modem ist alles okay. Nächster Schritt. Die Installation der Online-Software. Christian soll es wiederum alleine schaffen. Zunächst muss auch die Software mit einem EXE-Befehl angeklickt werden. Dann folgt eine Reihe langwieriger Anmeldeprozesse, auf Deutsch und relativ einfach nachzuvollziehen. Kontonummer nicht vergessen. Wichtig ist die Auswahl des richtigen Einwahlknotens, je näher, desto preiswerter. Erkundigen Sie sich auch vorher, ob Ihr Telefon Puls- oder Tonwahlverfahren hat. Und dann kann's losgehen. Willkommen bei CompuServe. Zurzeit sind alle unsere Kundendienstleitungen belegt. Ist also besetzt. Wir scheinen also nicht die Einzigen zu sein, die Probleme beim Einstieg haben. Vielleicht hilft ein Blick in die Modem-Grundeinstellungen. Aus der Liste von über 50 Modems suchen wir unseres heraus. Wir scheinen erfolgreich, denn der sogenannte Initialisierungsstring verändert sich. Noch ein letzter Blick ins Handbuch und... Kennen Sie ein bisschen mit Modems außen so, den ganzen Kram? Ja, das geht, ja. Ja, diese AT-Befehle und den ganzen Unsinn da, AT, Dialpult und so. Vielleicht kann uns ja unser Kollege vom Computerclub helfen. Zugeschaltet außerdem ein Modem-Experte. Er rät zu einem Blick ins Programm. Die Diagnose, der mitgelieferte Stecker gibt das Signal nicht weiter. Ein Ersatzkabel wird beschafft und dann... Endlich! Also dieser Film ist
nicht eine Ausnahme, sondern spiegelt durchaus die Regel wider. Da stimmen Handbücher mit dem System nicht überein, telefonische Hotlines sind andauernd besetzt, da rauben nicht kompatible Telefonstecker einem viel Zeit und Nerven und zum Teil gibt es sogar Programme, die sind so schnell auf den Markt geworfen worden, dass sie voller Fehler stecken. Und wir, die lieben User, wir müssen das dann alles ausbaden. Aber irgendwann, meistens mit der Hilfe von vielen, vielen netten Freunden und Kollegen, klappt es dann doch und per Computer können Sie sich dann einwählen. Kurze Frage, wie steht's denn mit den Preisen? Also, zum einen eine Grundgebühr, die wird pro Monat fällig, etwa 20 Mark, hängt natürlich ein bisschen vom Anbieter ab. Und dann kommt da drauf noch die Nutzungsgebühr, ebenfalls etwa 20 Mark im Monat, hängt natürlich ein bisschen von Ihnen ab, ob Sie viel oder wenig dran arbeiten. Und per Modem ist man ja über eine Telefonleitung verbunden und da kommen noch einmal etwa 20 Mark hinzu. Also insgesamt kostet der Spaß im Monat etwa 60 Mark. Aber gerade was die Telefongebühren betrifft, da kommt eine Überraschung auf uns zu, denn die gute Telekom wird im nächsten Jahr die Preise für Ortstarif, und das sind ja auch genau die Verbindungen, die man da nutzt, saftig erhöhen. Aber jetzt zeige ich Ihnen mal, wie ein solcher Service aussieht. Wir haben das hier ja voll am Laufen. Jürgen, wie sieht's aus? Ja, die Monitore dampfen und ich bin ganz gespannt auf den Marmorkuchen, aber ich glaube, noch tut sich nichts. Noch tut sich nichts? Ja, nee. Aber hier kann man nun so grundsätzlich erkennen, wie das Ganze aussieht, ist bei eigentlich den meisten sehr ähnlich. Hier zum Beispiel AOL, da sieht man dann ein Menü, wo man dann zu den verschiedensten Diensten kommt, also Nachrichten und. Bei CompuServe sieht das dann auch sehr ähnlich aus. Aha, da haben wir schon eine Wetterkarte. Sehen wir gleich, was da rauskommt. Und im Prinzip muss man sagen, dasselbe in ja, grün oder rot oder im Moment sogar schwarz. So sieht es dann auch bei der Telekom Online aus. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie schon ein Rezept für den Marmorkuchen? Moment, ich will Informationen, aber nichts zu essen. Nichts zu essen? Also ich habe da einen Tipp. Rufen Sie meine Schwiegermutter an, die wir hatten. Aber was soll's? Also wir kommen gleich noch hier auf das Ergebnis zurück. Aber währenddem man hier so an den Computern arbeitet, ahnt man ja oft nicht, wo diese Information überhaupt hingeht. Wir sind mal für Sie, wenn man so will, in das Netz hineingetaucht und zeigen Ihnen jetzt, wo zum Beispiel CompuServe zu finden ist. Über herkömmliche Telefonleitungen erreichen die digitalen Daten ihre erste Station, den Knoten. Im Keller dieses unscheinbaren Gebäudes in der Kölner Innenstadt erfolgt der Anschluss an ein schnelleres Netzwerk, das mit weiteren Knoten in Deutschland verbunden ist. Bruchteile von Sekunden später passieren die Daten auf ihrer Reise einen der Hauptknoten. Von hier aus geht es dann per Glasfaserleitung Richtung USA. Jeder Text, jeder Befehl, jede Nachricht wandert so tausende von Kilometern bis zur Zentrale von CompuServe. Mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durchqueren die Datenpakete ein Labyrinth von Schaltstellen und Relaisstationen. Endstation Columbus, US-Bundesstaat Ohio. Wer im Zusammenhang mit der Datenautobahn vom globalen Dorf spricht, wird hier auf überraschende Weise mit diesem Widerspruch konfrontiert. Hier heißt jeder zweite Mann Bill oder Bob und in der Zeitung ist nur selten vom fernen Ausland die Rede. Ausgerechnet hier, inmitten dieser verschlafenen Pharmalandschaft, steht das Zentrum des weltweit größten Online-Dienstes. 1979 hatte das Unternehmen CompuServe damit begonnen, elektronische Informationen als Dienstleistung anzubieten. Damals hatte wohl keiner damit gerechnet, dass die Branche schon wenige Jahre später so florieren würde. Hinter der neuen Backsteinfassade von CompuServe steht eine gigantische Batterie an Computern und Festplatten. In diesen Räumen findet der wohl größte Gedankenaustausch der Geschichte statt,
denn hier laufen die digitalen Daten von derzeit knapp 4 Millionen Nutzern aus aller Welt zusammen. Nach der kurzen Bearbeitung geht es dann wieder zurück. Und Hundertstel Sekunden später kann der Benutzer in Köln die Nachricht auf seinem Bildschirm lesen. Einer der großen Vorteile von solchen Netzen ist das sogenannte E-Mail, haben Sie vielleicht schon gehört. Auf Deutsch müsste man eher sagen E-Mail, denn es steht E für elektronische Post. Und das möchte ich Ihnen hier mal zeigen. Stellen Sie sich für dieses Beispiel vor, Captain Blaubeer steht hinter seinem Computer und der ist nun vernetzt und tausende von Kilometern weit weg sitzt Hein Blöd hinter seinem Bildschirm. Der Captain schreibt Hein Blöd einen Brief und wie bei jedem Brief braucht man zuerst einmal eine Anschrift. Und die ist im Falle der elektronischen Post etwas anders als gewohnt, denn hier steht es jetzt to, also an, Hein Blöd, das ist noch normal, aber dann kommt hier ein komisches Zeichen, das heißt at, so ein geschwungenes A, und dahinter steht jetzt nicht mehr Straße oder Stadt, sondern in dem Fall ein Computer, nämlich wdr.com. So, und jetzt schreiben wir den Brief, Subject, das heißt so viel wie betrifft, also Grüße, und wie sagt der Captain immer, Moin, Hein, unglaublich langer Brief. Jetzt muss man ihn wegschicken, da braucht man also weder Umschlag noch Briefmarke. Es geht mit einem Knopfdruck und jetzt läuft der Brief also durch die Netze und am anderen Ende muss Hein Blöd jetzt nur noch in seinem elektronischen Briefkasten nachgucken und er sieht, da gibt es neue Post und die Post kann er sich dann auch angucken und Sie erkennen unseren Brief wieder, Moin Hein, und zwar vom Kapitän. Man kann diesen Brief dann wieder zurück beantworten mit einem Befehl. Dann kann man hier alles schreiben, wieder auf den Knopf drücken und so weiter. Also Sie merken, das Ganze ist wirklich sehr einfach und der große Vorteil im Gegensatz zur üblichen Post ist natürlich auch die Schnelligkeit. Übrigens, kostenmäßig spielt es keine Rolle, ob Sie einen elektronischen Brief von Köln nach Münster oder von Köln nach Miami senden. Denn Sie zahlen ja immer nur sozusagen das erste Stück der Verbindung, nämlich die Kosten, die Verbindungskosten des Modems bis zum ersten Knoten, bis zum ersten Computer. Der ganze Rest ist dann im System mit einbegriffen. Bei den meisten Online-Diensten ist es nun so, dass in der Regel alles zentral verarbeitet wird. Bei CompuServe, wir haben es ja gerade im Film gesehen, steht die Zentrale in Columbus, Ohio. Aber stellen Sie sich vor, wenn hier der Blitz einschlägt, dann wird das gesamte System lahmgelegt. Und diese Anfälligkeit oder Verwundbarkeit eines zentralen Informationssystems machte den Militärs in den Zeiten des Kalten Krieges zu schaffen. Und das war die Geburtsstunde des sogenannten Internets. Der Kalte Krieg, Zeit des Wettrüstens und der atomaren Abschreckung. Angesichts der Bedrohung durch sowjetische Interkontinentalraketen arbeitet das US-Verteidigungsministerium an einem dezentralen Informationssystem. Es soll auch nach einem Atomschlag noch funktionieren. 1969 entsteht so das ARPANET. Wichtigstes Merkmal, keine zentrale Struktur. Das ARPANET erweist sich als ideales Kommunikationsnetz. So lassen sich damit Nachrichten per Computer verschicken. Auch die Universitäten melden Interesse an, doch die Militärs verweigern den zivilen Forschern den Zugang zu ihrem Netz. Erst Mitte der 80er Jahre entsteht auch ein ziviles Datennetz. Forscher aus den USA und Europa tauschen immer häufiger ihre Daten mit dem neuen Netz aus. Nach und nach schließen sich immer mehr Institute dem Internet an. Doch bei der Handhabung müssen komplizierte Befehle eingegeben werden und bis in die 90er Jahre hinein bleibt das Internet somit fest in der Hand von Wissenschaftlern und Spezialisten. Erst mit verbesserten Programmen beginnt der große Run. Das Surfen per Mausklick wird zur Mode. ...1993 öffnen die ersten Cybercafés. Die Welt per Tastendruck. Gegen klingende Münze, versteht sich. Hier noch einmal der wesentliche Unterschied zwischen den Online-Diensten und dem Internet.
bei den Online-Diensten, da ist die Information ja immer zentral gespeichert. Da gibt es also, wenn man so will, einen großen Chef. Aber beim Internet ist das Ganze kreuz und quer verstreut durch die ganze Welt. Und hier sehen Sie es auf der Grafik, wenn Sie zum Beispiel in Deutschland wohnen, dann zahlen Sie auch, was die Verbindung betrifft, nur die Kosten bis zum ersten Computer. Sie sind dann auf dem Netz und je nachdem, um welche Information es sich handelt, holen Sie die bei dem einen oder anderen Computer einfach ab. Die Zahl dieser Server, wie der Fachmann auch sagt, wächst ständig. Derzeit beträgt sie etwa 40.000 und auch die Zahl der Nutzer wächst. Man zählt derzeit etwa 30 bis 40 Millionen, aber man muss bedenken, dieses Medium wächst schneller als jedes andere Medium in der Geschichte. Und man kann dabei richtig süchtig werden. Ich möchte Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele zeigen. Wir starten also unsere Reise hier in Köln beim WDR. Der WDR-Rechner, wenn man so will, hat also auch eine Anschrift. Sie lautet nämlich www.wdr.com. Und es ist wirklich kinderleicht, damit zu arbeiten, denn man braucht jetzt nur hier mit der Maus einen Begriff anzuklicken, hier zum Beispiel Quarks und Co. Und schwupps ist man schon auf der Quarks-Seite. Also genau das nennt man dann Surfen. Man kann also hin und her springen, aber nicht nur innerhalb von Köln, sondern zum Beispiel sind wir hier in Hamburg. Sie erkennen es wiederum daran, die Anschrift hat sich geändert. Und genauso einfach geht es dann über den großen Teich, zum Beispiel in die USA, nach Hollywood. Und auch hier kann man sich dann Informationen abholen. Genauso einfach fahren wir jetzt mal Richtung Osten, und zwar nach Japan. Wir haben hier ein Beispiel ausgewählt, die Sumo-Seite. Wen das interessiert, der kann sich also hier Informationen dann in den Computer laden. Ich will aber nicht verschweigen, dass das hier unglaublich schnell ging, denn wir haben das im Vorfeld vorbereitet. In der Regel ist es so, es dauert manchmal schon einige Zeit, bis eine solche Seite sich aufbaut. Und das hat mit der sogenannten Bandbreite zu tun. Denn, erinnern wir uns, die gesamte Information muss ja digital über Leitungen vermittelt werden. Und da gibt es derzeit Engpässe, aber in wenigen Jahren wird das Ganze dann ganz anders aussehen. Und dann gibt es eine Vielzahl von neuen Anwendungen. Bei diesem Beispiel hier kann man nun im Netz durch eine künstliche Stadt dadurch fliegen. Und Sie sehen, hier kann man die Stadt aus verschiedensten Sichten sich angucken. Man kann aber auch regelrecht da durchgehen. Und auf diese Art und Weise wird man dann auch in Zukunft womöglich nicht nur durch Städte reisen können, aber auch zum Beispiel durch Museen, wo man sich dann die Bilder oder sogar Filme angucken kann. Auf diese Art und Weise wird es also eine Angleichung geben zwischen dem, was heute noch Fernsehen genannt wird, und Computern. In Zukunft wird das eine große Multimedia-Maschine sein. Vielleicht noch ein Wort zu den Preisen beim Internet. Sie liegen vergleichbar zu den Online-Diensten so zwischen 50 und 60 Mark. Natürlich ein bisschen abhängig von der Sucht, mit der man hier durch die Netze surft. Stichwort Online-Dienste. Sie erinnern sich, am Anfang der Sendung hatten wir ja fünf Fragen gestellt. Und wie sieht's aus, Jürgen? Ja, das Ganze ist ein bisschen crazy. Fangen wir mal an mit dem, Flug nach Mallorca. Da bietet CompuSurf an eine etwas bizarre Verbindung von Köln nach Paris, nach Barcelona, dann nach Menorca. Stimmt nicht so ganz. Und wie dir? Das Ganze kostet dann auch noch 726 Dollar. Dann America Online 400 Dollar. Also man muss immer den Dollarkurs, den muss man so im Kopf kennen. Das muss man dann ziemlich schnell umrechnen. Und Telekom Online sah ganz günstig aus, aber nicht für den 25. Mhm. Also aber wir hatten für den 25. gedacht. Ja, das war dann ein Flop. Ich habe in der Zwischenzeit den ganz profanen Weg gewählt und habe bei einem Reisebüro angerufen. Das ging ganz schnell, das war eine Telefoneinheit und ich hatte das in ein paar Minuten. Da habe ich eine Verbindung Düsseldorf, Mallorca für 449 Mark günstig. Mhm. Und ich wurde auch noch individuell beraten, wenn ich, die Dame sagte mir, wenn ich vielleicht zwei Tage vorher fliegen würde wollen, habe ich einen Sondertarif von 199 Mark. Aha, also was diese ganze Reiseverbindung angeht, muss man, ich sag mal, ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Aber wie sieht es sonst aus? Ja, also dann wir hatten Wetter zum Beispiel. Wetter ist klasse, Wetter ist bei allen dreien perfekt, kann man nichts sagen, geht schnell und man ist gut informiert. Dann gibt es ein Problem, was die Sprache anbelangt. America Online und CompuSurf sind englischsprachige Anbieter.
Wir finden den Marmorkuchen nicht auf Englisch. Ich weiß nicht, was Marmorkuchen heißt. Weißt du es auf Englisch? Oh nein, ich weiß nur, wie er schmeckt. Und da glaube ich, schmeckt er auf Englisch genauso. Das war ein großes Problem. Und es war auch ein Problem, die Umrechnerei. Pfund D-Mark. Es gibt Pfund Dollar, aber Pfund D-Mark ist auch fast nicht möglich. Ja, ich würde sagen, Bilanz. Die ganze Angelegenheit ist sicher für bestimmte Fachfragen eine gute Sache, aber so für den normalen Alltag würde ich lieber auf die ganz normalen alten Quellen zurückgreifen. Ja, man muss natürlich zum Beispiel Tante Tutchen anrufen. Das Schwiegermutter. Ist dann, oder die Schwiegermutter. Ja. Aber man muss natürlich dazu sagen, wir stehen gerade am Anfang, also gerade was zu Informationen in Sachen Computer und so betrifft, da ist das, glaube ich, schon ganz nützlich. Das wird sich sicher auch noch verändern, denke ich mal, im Laufe der Zeit. Okay. Jedenfalls bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen drei, dass Sie hierher gekommen sind. Das wird sich ja alles dann im Laufe der Zeit noch ändern. Und dir auch nochmal herzlichen Dank. Sie zu Hause können Jürgen also jetzt diese Nacht wieder um 1 Uhr, sehen und hören. Vielen Dank. Danke, Jürgen. Ciao. So, und wir sind mal wieder am Ende mit unserer Sendezeit. Jetzt muss es ganz schnell gehen. Ich hoffe jedenfalls, wir haben so ein bisschen die Neugier geweckt in Sachen Datenautobahn. Aber zugegeben, diese Sendung war mal wieder proppevoll mit Informationen. Aber Sie können alles jetzt in Ruhe in unserem Quarks-Skript nachlesen. Vor allen Dingen haben wir hierin auch eine ganze Reihe von sehr praktischen Informationen. Also all die Probleme, die Sie haben, wenn Sie Ihre ersten Schritte auf der Datenautobahn machen, da können wir vielleicht hiermit weiterhelfen. Und wie kommt man dran? Ganz einfach, das Prozedere kennen Sie. Sie senden uns einen sogenannten C5-Umschlag, und zwar an sich selbst adressiert, mit 1,50 Mark frankiert. Und wichtig, schreiben Sie drauf Büchersendung, das ist die günstigste Versendungsform. Und den stecken Sie in einen zweiten Umschlag und der geht dann an uns, also an WDR, Quarks & Co., Stichwort Datenautobahn, in 50608 Köln. Ich wiederhole noch einmal zum Mitschreiben, WDR, Quarks und Co., Stichwort Datenautobahn, 50608 Köln. Und wie könnte es denn anders sein bei so einem heißen Thema wie der Datenautobahn? Natürlich haben wir all diese Informationen auch für Sie auf dem Internet abgelegt. Sie können sie direkt abrufen und zwar unter unserer Anschrift, nämlich www.wdr.com. Und wir planen sogar eine sogenannte Newsgruppe zu gründen. Und die Diskussion darüber, die läuft hier unten in dieser Gruppe, Anschrift ebenfalls eingeblendet. Und wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell ging, dann greifen Sie zu Ihrer Fernbedienung und schalten Sie um auf Videotext, denn auf Seite 382 finden Sie noch einmal die ganzen Anschriften. Also Sie merken, es ist wirklich Information total. Übrigens, bei all der neuen Technik, bei all der Information, da müssen wir alle etwas vielleicht wieder neu lernen. Und zwar die Chefs genauso wie die Angestellten, die Lehrer genauso wie die Schüler. Und das ist das Fragen. Ich persönlich verfahre da so nach einem Motto, wer eine Frage stellt, ist ein Narr für 5 Minuten. Wer die Frage nicht stellt, bleibt ein Narr fürs Leben. In diesem Sinne,